Geisser. Abgelenkt, Geissers Schuss, abgelenkt an die Latte. Und im Kasten, was für ein Treffer. Der Zuger, Geisser, bringt die Scheibe zum Kasten. Unglücklich aus Sicht natürlich für Stettler, kaum was zu machen. Doch diese Scheibe hat gepasst. Noch einmal Geisser. Und der Mann mit der Nummer 61, Leuenberger, lenkt sie ab. Noch einmal. Auch die Sichtverhältnisse schlecht für Stettler. Dann abgelenkt und Stettler in der Seitwärtsbewegung. Marcini nimmt Maß und trifft zum 2:0. Aus dem Handgelenk. Erstes Powerplay, erster Treffer für die Gäste. Lino Marcini mit seinem zweiten Saisontreffer für die Zuger bringt hier Zug mit 2:0 in Führung. Und beide Tore schoss er in Überzahl. Marcini bisher 2 Tore, 2-mal in Überzahl. Marcini hier bei der Schussabgabe. Vielleicht die Sicht noch verdeckt bei Stettler durch den eigenen Mann. Waren ja Assistent vom ehemaligen Tigers Coach Heinz Ehlers. Und hier Rüegsegger mit einem Bubentrickli. Ja, Rüegsegger bringt den Anschluss für die Tigers nach einem Bulli. Stefan Rüegsegger, erster Saisontreffer für den Langnauer Stürmer. Zum richtigen Zeitpunkt aus Sicht der Tigers. Hier noch einmal aus dem Bulli. Rüegsegger nimmt sich die Scheibe, setzt sich durch gegen Alatalo, dann via Pfosten. Zunächst ist die Scheibe noch nicht drin, erst dann. Diese Sicht kann sich hier auflösen. Via Schoner von Hollenstein kommt die Scheibe. Lazzalo abgelenkt und unglaublich. Zehnder ist es. 2 Sekunden vor Ablauf der Strafe. Zehnder bringt die Zuger mit 3:1 in Front. Wieder ist es ein Ablenker. Noch einmal. Marcini legt zu Alatalo und Alatalo zieht ab und entscheidend steht hier Zehnder. Das wäre dann der 15. Treffer von Yannick Zehnder. Und diese Scheibe wieder abgelenkt. Das die gefährliche Waffe der Zuger. Ablenker zum dritten Mal. Per Ablenker kommen sie hier zum Torerfolg. Und das ist das 4:1. Für die Gäste. Noch einmal die Szene. Ja, die Scheibe abgelenkt, allerdings sehr hoch. Hoher Stock oder nicht, das wird jetzt auch angeschaut von den Unparteiischen. Da gibt es kaum eine Möglichkeit für den Goalie. Jetzt vielleicht, ja, der Treffer in Albon. Doch noch kommt dieses zweite Tor. Es lag in der Luft. Die Tigers waren dem zweiten Treffer lange Zeit näher als die Zuger dem fünften, vor allem im letzten Abschnitt. In Albon, Loic in Albon mit seinem ersten Saisontor überhaupt, bringt hier die Tigers auf 2:4 heran. Zuspiel Rüegsegger. Backhand abgeschlossen.